Video aus dem grünen Wasser, diesmal Arendsee in der Altmark. Heute habe ich beschlossen, ich bade an. Das erste Mal. Es war so lange kalt, mir zu kalt zu baden, aber jetzt bin ich zum ersten Mal in den Arendsee gehüpft. Und es ist schönstes Juniwetter und es ist grünes Wasser, wie man vielleicht sehen kann. Und grüne Algen und grüner Schilf. Und ich wollte euch heute mal den Arendsee vorstellen. Der Arendsee ist ein wunderschönes Naturgewässer, in dem man baden kann. Es gibt eine Menge Badestellen. Eine, da muss man bezahlen, das ist das Strandbad. Da gibt es auch Eis und Pommes und allerlei Schnickschnack. Aber da gehe ich natürlich nicht hin, sondern ich habe mir natürlich hier eine super schöne Badestelle ausgesucht, wo kein Mensch ist. Und ich genieße es gerade hier in diesem super schönen sauberen Wasser zu schwimmen. Ja, ich finde, es ist sehr sauber. Natürlich gibt es hier Algen und kleine Fischlein, die einen kitzeln, aber es ist total schön ruhig hier. Und das Wasser ist wirklich, dafür, dass es Naturgewässer ist, unheimlich schön. In meinem letzten Video über den Arendsee habe ich euch den Radrundweg oder den Fußrundweg um den See vorgestellt mit etwa knapp 10 Kilometern. Heute geht es wirklich um das kühle Nass hier. Der See hat eine Wasserfläche von 5,4 Quadratkilometern, ist also relativ groß. Er ist in die eine Richtung 2 Kilometer breit und in die andere 3 Kilometer breit. Wunderschönes Wasser, also die Wasserqualität wird ja regelmäßig getestet und die gilt als ausgezeichnet. Unter anderem liegt es daran, dass der See eine Tiefe von maximal 50 Metern hat, also sehr extrem tief ist in der Mitte. Das hat damit zu tun mit seiner Entstehung. Der See ist mehrmals in der Geschichte eingebrochen. Also es gab wohl da erst einen kleinen See und darunter waren Salzstöcke und die sind vom Grundwasser ausgeschwemmt worden und dann sind in mehreren Stufen ja, die Bodeneinbrüche geschehen. Also das heißt, der See ist, das ist geschichtlich überliefert, mehrfach eingebrochen und immer tiefer geworden. Das ist also ganz schön spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Also 822 gibt es schon Datierungen, dass es den See schon gab. Aber 1685 ist der letzte Einbruch datiert. Das heißt, da ist der Boden vom Arendsee wirklich ein riesiges Stück runtergebrochen und der See hat sich enorm vergrößert. Also das, wenn man sich da ein bisschen mit befasst, ist die Geschichte vom Arendsee wirklich einzigartig und auch sehr spannend. Und er hat dadurch auch sehr kühles Wasser, dass er so tief ist. Und natürlich gibt es wie in jedem See auch mal Blaualgen. Also wir haben auch in warmen Sommern manchmal hier Blaualgenalarm und auch ein Badeverbot. Aber das ist echt eher selten. Also das passiert nicht oft, nicht in jedem Jahr. Und meistens ist es so, dass das Wasser durchgehend als ausgezeichnet gilt. Also wir sind ja auch, Arendsee ist ein Luftkurort. Also die Stadt Arendsee ist seit 2002 Luftkurort. Und es gibt deswegen hier auch relativ viel Tourismus und ja, deswegen wird das Wasser natürlich auch regelmäßig geprüft und gilt als ziemlich gut. Und wenn es wirklich bekannt wird, dass die Blaualgen sich ausbreiten, dann wird das hier auch in der örtlichen Presse bekannt. Aber normalerweise, wenn da jetzt nicht eine Warnung ist, dann kann man hier bedenkenlos baden, tauchen, schwimmen, rudern, surfen, segeln kann man hier auch. Also was man möchte, was einem Spaß macht. Und es soll sogar ein Wrack in der Mitte vom See geben. Und es gibt regelmäßig Tauchangebote zu diesem mysteriösen Wrack, was wohl auch aus alten Zeiten stammt. Also wenn ihr euch für Schwimmen, Rudern, Segeln und so weiter und Tauchen interessiert, dann ist der See ideal. Aber auch wenn ihr nur einfach so Urlaub machen wollt, ist dieses Video jetzt einfach, um euch vorzustellen, wie schön hier das Ambiente ist. Also genießt die Landschaft, genießt den Ausblick und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wow, geniale Algen hier. Was ein verwunschener Platz. Ja, der Arendsee hat ganz viele Strände, die so aussehen. Da kommt man natürlich ganz schwer rein, weil da so viel Schilf ist und da brüten auch die Vögel. Aber ich laufe jetzt hier gerade in so, ich sag mal, bauchtiefen Wasser auf Sand. Also für die Füße ganz angenehm, Sand und Schlamm. Und da hinten gibt es einen Pferdebadestrand. Der ist ungefähr da. Ja, ist schon echt ein großer See. Und da bin ich jetzt gerade ins Wasser
Und da hinten ist irgendwo das Strandbad. Genau, sozusagen geradeaus ist etwa das Strandbad. Und da etwa ist die kleine Stadt Arendsee. Eine ganz kleine Stadt. Da lohnt es sich auch mal hinzugehen. Da gibt es vor allem was ganz Tolles, nämlich den Gustav-Nagel-Garten. Den kann ich sehr empfehlen. Gustav Nagel, da mache ich vielleicht auch mal ein Video drüber. Das war ein ganz toller Typ. Der ist immer barfuß gegangen und war ein Außenseiter und hatte lange Haare und hat sich vegetarisch ernährt und hat da so eine Art Grotte gebaut. Und um 1900, 1920, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachschauen genau, wann der gelebt hat, da wurde der ganz schön ausgegrenzt von der Gesellschaft, weil der natürlich nicht der Norm entsprach. Hier schwimmen irgendwelche komischen Bojen rum. Aber, oh, hier ist ein Netz im Wasser. Ein Fischernetz. Vielleicht kommt gleich noch eine Nixe, die hier auftaucht. Ja, eine Menge Vögel brüten hier. Das ist wunderschön, sehr tolles Biotop. Da hinten sieht man auch eine, ich glaube, das ist eine Wasserralle, die da auf dem Wasser schwimmt. Ansonsten gibt es hier echt viele Fische, was ein gutes Zeichen ist. Und der Arendsee ist übelst tief in der Mitte. Ich bin noch nie drüber geschwommen oder durchgeschwommen. Würde ich gerne mal machen, wäre mal eine tolle Challenge. Aber ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen üben. 2 bis 3 Kilometer ist schon heftig. Ich weiß auch nicht, wie die Strömungen das sind. Aber es wurde ein mittelalterliches Schiff gefunden im Arendsee. Genau in der Mitte irgendwo ist ein Schiff, ein Wrack. Ist auch ideal für Taucher. Also falls ihr Taucher seid und Bock habt, hier auf Schatzsuche zu gehen, es wird hier immer mal wieder angeboten und gemacht, dass man hier dieses mittelalterliche Schiff angucken kann. Da habe ich jetzt allerdings gar keine Ahnung, ob das noch aktuell ist oder ob das jetzt schon geborgen wurde, dieses mittelalterliche Schiff. Ansonsten, wenn man hier nur Touri sein will, fährt hier auch immer die Queen Arendsee, das Schiff hier von diesem See. Da kann man dann irgendwie eine kleine Rundfahrt machen. Das ist jetzt aber heute nicht zu sehen, glücklicherweise. Deswegen ist es sehr schön ruhig und ich kann jetzt hier eine Runde schwimmen. Wunderbar. Was ihr hier sehen könnt, ist die sogenannte Fadenalke. Für manche Leute sieht sie eklig aus, ich finde sie einfach wunderschön. Deswegen habe ich extra noch eine Wanderung unternommen im seichten Wasser. Einfach so knöcheltief oder knietief und bin da eine Weile rumgelaufen. Ich fand es einfach wunderschön. Grüne Biene liebt einfach grün und diese Algen, die haben so eine schöne Farbe, das spricht mich total an. Und solange die Alge nur in Ufernähe auftritt, die Alge braucht nämlich Licht, also im tiefen Wasser ist sie nicht zu finden. Solange ist das auch völlig in Ordnung, wenn es am Ufer ein bisschen so Algengebiete gibt. Das ist ganz normal. Breitet sich die Alge aber enorm aus, kann sie auch giftig werden für den Menschen, für Tiere, allergische Reaktionen auslösen. Also verschlucken solltet ihr die Alge nicht. Aber wenn sie in Ufernähe auftritt, ist es jetzt auch nicht ganz schlimm. Es gehört halt irgendwie zur Natur. Und ja, je mehr sich der See aber aufwärmt, desto mehr Algen gibt es. Das heißt, meistens ist die Alge nur ein Problem im Hochsommer, im Spätsommer, wenn einfach das Wasser so lange erwärmt worden ist, dass die Alge überhand nimmt. Und dann wird auch einfach eine Warnung ausgerufen. Aber wie gesagt, dadurch, dass der See hier so tief ist, haben wir echt auch die Temperaturen meistens recht kühl im Wasser und deswegen ist es mit der Alge nicht so schlimm. Durch die Klimaerwärmung ist es aber allgemein doch so, dass es Probleme gibt hier am Arendsee. Vor allem ist es der Wasserverlust. Der Arendsee hat keinen Zufluss, also er wird nicht gespeist durch einen Fluss oder ähnliches, sondern er wird eigentlich nur vom Grundwasser erhalten und der Grundwasserspiegel in der Altmark sinkt. Und sinkt und das ist wirklich fatal. In den letzten paar Jahren hat der Arendsee 60 Millionen Liter Wasser verloren. Das muss man sich mal geben. Der Pegel ist um 60 Zentimeter gesunken. Also das ist wirklich fatal. Und das sieht man auch an mehreren Stellen, wenn man ins Wasser geht. Es gibt noch Stege, die hängen jetzt in der Luft. Da kann man einfach gar nicht mehr schön ins Wasser springen, sondern da ist einfach noch Ufer. Also die Stege sind auf dem Land und der Wasserpegel ist so weit zurückgegangen, dass
das Ufer viel später erst anfängt. Und das ist natürlich fatal. Ansonsten haben wir hier eine wunderschöne Tierwelt. Es gibt Barsche, Hechte, Graskarpfen, Karpfen, Brachse, alle möglichen Fische, kleine und große Fische, ganz viele Babyfische. Es gibt Angler, die fangen hier Fische. Es gibt ja auch den Fischer, das Fischerhäuschen, das seht ihr auf meiner Radrundtour gegen Ende. Da fahre ich auch an dem Fischer dran vorbei, wo man auch Fische kaufen kann, die hier aus dem Ahrensee geangelt worden sind. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, hier mal herzukommen. Das ist wunderschön. So, wir sind jetzt im Strandbad Ahrensee. Ich zeig das mal. Genau. Und hier gibt es eine Menge Attraktionen. Ich bin natürlich ein bisschen in Abstand davon. Und hier ist wunderschöner Sandstrand. Kann man da sehen, wo meine Tasche liegt? Man hat hier seine Ruhe. Man muss also nicht ins Getümmel. Das ist wunderschön. Und jetzt nehme ich euch mal mit. Wir tauchen mal unter. Sehr interessant, dieses Schilfgras. Ich finde gerade hier so einen Trieb und frage mich, kann man das essen?